Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Kastenwagenfreunde und natürlich vor allem liebe Clevervents-Freunde. Wenn Berlin meldet sich heute nur mit einem ganz kurzen Update-Video. Es geht um den Safe, diesen Türsafe von Mobile Safe. Den haben wir vor einigen Tagen eingebaut, haben aber das Problem, das zeige ich euch jetzt mal. Ja, wir haben einfach das Problem, dass das hier die Tür, also der Deckel sozusagen, so ein bisschen Spiel hat. Komm ruhig mal ein Stück ran. Ja, also dass der hier ein bisschen Spiel hat. Warum? Weil zu wenige Gummipuffer geliefert wurden. Und Mobile Safe hat jetzt weitere Gummipuffer geliefert. Und die werden wir jetzt mal versuchen zu montieren. Und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an mit dem Ergebnis hoffentlich, dass das nachher nicht mehr so doll klappert. Hier seht ihr das zunächst mal, dass 4 Gummipuffer von vornherein montiert sind. Und laut dem Hersteller, der hat mir jetzt freundlicherweise noch weitere Gummipuffer geschickt, soll jeweils hier und hier ein weiterer Gummipuffer platziert werden, damit das Schloss beim Schließen etwas fester sitzt. Und das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal einen auf die Seite aufkleben, einen auf die Seite aufkleben. Und dann schauen wir uns mal an, ob es dann damit schon besser geht. Ansonsten werden wir noch weitere, ja, Klebchen hier integrieren. Okay, also wieder rein damit. Naja, so richtig straff war es jetzt eigentlich auch nicht. Mal schauen, ob das schon was gebracht hat. Nein. Also das war noch nicht das Rätselslösung. Das ist aber nicht das Problem. Das machen wir nochmal auf. Gucken uns das nochmal an. Okay, und werden jetzt hier an die Seite mal auch noch Klebchen integrieren. Das heißt, ich packe die direkt hier oben auf die Kante. Einen nach außen. Einen direkt hier nach außen, nämlich diese kleinen. Ein, zwei, einen packe ich in die Mitte. So, dann probieren wir es erstmal damit und schauen mal, ob das schon ausreichend etwas bringt. Ja, schließt immer noch sehr leicht, das heißt, spätestens an der Stelle hat er immer noch ein Problem. Nein, das war es auch noch nicht. So, nochmal auf. Und jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das auf der anderen Seite am besten hinbekommen. Weil ich befürchte, die werden hier jetzt mal hochkant hinsetzen. Also so. Dass wenn der Deckel sonst geschlossen wird, reißt man die sich eventuell leicht ab. Aber schauen wir mal, ob das jetzt so geht. Wenn nicht, habe ich noch ein paar weitere Ideen, was wir hier tun können. Ich hatte einmal ein paar straffere Gummipolster genutzt. Kann ich euch auch mal zeigen. Das sind diese hier. Ja, also mit denen auf beiden Seiten funktionierte es dann. Aber die waren so groß, dass die Gefahr einfach besteht, dass wenn wir jetzt hier den Deckel schließen, wird ja hier eingeklappt. Und dann kommt der von oben nach unten. Und wenn ich die dann hier zu weit außen habe, dann reiße ich mir die ja wieder ab. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. So, und schauen wir jetzt mal. Das war's. Also nochmal, kommt ruhig ran. Oder beziehungsweise mein Mikrofon ist ja hier gleich in der Nähe. Also, jetzt funktioniert's. Zeige ich euch nochmal. Ja, also aufmachen kann man den. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 insgesamt am Deckel, die nach unten entsperren. Wir haben hier 1, 2, 3 kleine und 3 kleine auf dieser Seite. Heute kriegst du es rauf? Ja, ne? Geht einigermaßen. Ja, ansonsten Deckel rein. Bisschen darauf achten, dass man sich die nicht abreißt. Aber das funktioniert soweit. Rumschließen. Und es klappert nicht mehr. Ja, also das war ein kleines Update-Video zum Thema Geräuschentwicklung beim Türsafe reduzieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten, wir sehen uns bei der nächsten Optimierung. Bleibt uns wohlgesonnen. Für den Moment sage ich Tschüss. Ciao, ciao.